Ich habe selbst schon einige Crashtests damit gemacht. In die Bärenfalle geschmissen, mit glühendem Messer durchgeschnitten, das Handy hat funktioniert. Die Schale war deformiert, aber das Handy hat funktioniert. Leute, was passiert, wenn wir einen riesen Antistress aus nicht-newtonischer Flüssigkeit draufschmeißen? Was wissen wir über nicht-newtonische Flüssigkeit? Wenn man die schnell zusammendrückt, wird die fest, wie ein Stein. Ich habe schon 100.000 Experimente damit gemacht. Kugelhantel draufgeschmissen, mit Vorschlaghammer draufgehauen, habe die gesprengt und einfach drüber gelaufen. Wer weiß es noch, wo wir die runtergeworfen haben? Da ist nicht mal Gummiballon geplatzt. Also beim Aufkommen wird die zu Stein und wir erfahren die wahre Stärke von Nokia 3310. Lasst uns anfangen. Nicht-newtonische Flüssigkeit ist ganz einfach zu machen. Ihr nehmt Mais- oder Kartoffelstärke her. Ich nehme meistens Maisstärke und gebt ein wenig Wasser dazu. Die Flüssigkeit muss flüssig sein und beim Zusammendrücken fest werden. Das Schwierigste bei diesem Vorhaben ist, das Luftballon zu füllen. Die Flüssigkeit fließt nur sehr langsam in das Ballon. Wir brauchen im Schnitt eine Stunde, um ein Antistress zu machen. Leute, ich bin froh, dass es zu Ende ist. Das hat ewig gedauert. Dafür haben wir jetzt ein sehr schönes Antistress, weil man den so kneten kann. Ups, nein! Leute, wir haben wieder ein paar Antistress gemacht, da wir sicher nicht beim ersten Mal treffen werden. Es sind nämlich über 10 Meter Höhe. Wir sind wieder aus der Stadt rausgefahren. Um Nokia festzukleben, nehmen wir so einen Stift aus Heißkleberpistole. Ich schmelze ihn ein. Ein wenig mehr. Und das Handy drauf. Das Handy funktioniert noch. So Leute, es ist alles bereit. Das Wichtigste ist, ihn zu treffen. Leute, was glaubt ihr? Hat das Nokia eine Chance? Oben rechts könnt ihr abstimmen. Ich hoffe natürlich, dass das Nokia überlebt. Das Antistress ist aber sehr schwer. Okay, wir fangen an. Leute, das ist hart. Wir haben 6 Versuche gehabt und kein einziges Mal getroffen. Wir haben sogar mit Wasserbomben versucht. Aber aus dieser Höhe zu treffen ist echt schwierig. Ich habe nur das eine Antistress. Mehr habe ich nicht. Ja, Leute, Treffer! Und das Nokia steht noch. Wenn man lange genug durchhält, klappt alles im Leben, Leute. Der zweite Versuch war der krasseste. Direkt aufgespießt. Das Handy war komplett in Flüssigkeit und funktioniert immer noch. Es ist nicht möglich, das Nokia zu zerstören. Leute, wie wäre es, wenn ich eine 24 Kilo Kugelhantel draufschmeiße? Lasst uns 3000 Likes sammeln und ich werde das machen. Also Leute, liked das Video, teilt das mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen und bis bald!